Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar zum Langzeitreview vom Ninebot Max G30LD nach ganzen 7100 gefahrenen Kilometern. Tatsächlich sind es noch ein bisschen mehr, weil ich durch einige Bugs tatsächlich mal einfach Kilometerrückstände zurückgesetzt habe. Einfach wenn der Scooter durch den Akkustand, der so niedrig ist, ausgeht, dann wird der letzte Kilometerstand nicht zwischengespeichert. Das bedeutet, da fehlen dann noch locker so 60, 70 Kilometer insgesamt. Aber trotzdem ist das ein richtig mächtiges Ergebnis bis jetzt, vor allem für solch ein kleines Gerät und auch noch für so ein günstiges Gerät. Denn ich hatte den damals für 460 Euro gekauft und bis jetzt ohne eine Reparatur hat der wirklich so lange ausgehalten. Und das ist wirklich erstaunlich. In diesem Video geht es so ein bisschen darum, was so die positiven und negativen Sachen sind, die mir an dem Scooter aufgefallen sind und ob ich eine Kaufempfehlung für den Scooter rausgeben würde. Ich meine, auch wenn der Scooter bis jetzt so an sich erstmal alleine stehend ziemlich gut aussieht, gibt es trotzdem schon einige Macken, die mit dem aufgekommen sind und darüber rede ich jetzt auf jeden Fall mal. Zunächst beginnen wir einfach mal ganz typisch hier oben beim Lenker. Man sieht natürlich die Griffe direkt, die sind schon ziemlich stark abgenutzt. Klar, diese Struktur ist da nicht mehr wirklich drauf vorhanden, aber man kann die immer noch greifen. Die Klingel, wie man hört, funktioniert auch noch problemlos. Hier hatte ich mal mit einer Metallhandyhaltung ein paar Kratzer reingemacht, habe ich mit Folie abgedeckt, auch problemlos. Dann haben wir hier den Bremshebel. Und ich glaube, die Geräusche, falls man die gehört hat, sprechen natürlich für sich. Knarzt so ein bisschen, aber das ist jetzt eigentlich kein Problem, weil das reicht schon, wenn man da WD-40 reinsprüht, dann tut er das wieder für ein paar Wochen nicht. Das ist problemlos möglich, deswegen will ich das jetzt noch nicht als Macke ankreiden, vor allem da das ganz normal ist bei solchen Geräten. Ansonsten haben wir natürlich hier die Aufhängung für den Klappmechanismus, funktioniert auch noch problemlos. Da habe ich natürlich eine Lenkererweiterung rangemacht. Link dazu befindet sich in der Videobeschreibung. Ansonsten Display ist auch noch komplett problemlos, so wie am ersten Tag. Gar keine Probleme damit, kann ich immer noch einmal an und aus, einmal komplett ausmachen, piept's, einmal anmachen, so. Also das Typische, auch die Sportmodi, Echo und Drive, kann man auch alles verstellen, gar kein Problem. Das Einzige, was mir jetzt auffällt, dass der Griff sich ganz leicht abgelöst hat, also geht ganz leicht zur Seite und wenn ich ihn wieder hier reindrücke, dann bleibt er wieder auf der Position, wie er jetzt gerade ist. Der hält sich aber auch bei der Position, geht nicht weiter raus, deswegen ist das hier auch erstmal kein Problem, aber das ist mir hier auf jeden Fall aufgefallen. Ansonsten der Gashebel, auch wenn der mir zunächst erstmal ein bisschen billig gewirkt hat, hat er es bis jetzt richtig gut überlebt, deswegen kann ich mich jetzt nicht mehr wirklich beschweren darüber. Da ist sogar noch die Folie oben drauf, deswegen ohne Folie sieht er wahrscheinlich immer noch aus wie neu. Das ist hier auf jeden Fall richtig. Und ansonsten für den oberen Part des Scooters gibt es eigentlich kaum negative Eigenschaften, denn da kann jetzt auch erstmal so auf die Schnelle nicht zu viel kaputt gehen. Auch wenn er wirklich sehr, sehr oft im Regen stand und so weiter. Trotzdem, bis jetzt hat er alles problemlos weggesteckt. So, jetzt geht es mit dem Schrauben weiter. Ja, die musste ich hier einmal zudrehen, so nach 6.500 Kilometern. Da die sich wieder ein bisschen gelöst haben. Liegt wahrscheinlich am Pflastersteinboden, den ich halt öfters befahren muss. Ja, ist jetzt so. Ist auch für mich persönlich kein Problem. Habe ich jetzt einfach schnell gemacht. Dann hat sich das auch erledigt. Hier weiter Reflektor. Der ist ein bisschen beschädigt, da ich da mal gegen so eine Steinbank gegengekommen bin, das ist aber auch schon lange her, da habe ich auch schon in einem der letzten Reviews wahrscheinlich schon was dazu erzählt. Ansonsten kommen wir jetzt hier runter und das fällt hier auf jeden Fall direkt auf. Hier fehlt dieser Plastikhebel, der normalerweise da ist, damit man den so hoch nimmt und dann halt den Klappmechanismus öffnen kann. Der fehlt hier, da der tatsächlich bei mir abgebrochen ist, beziehungsweise nicht bei mir, bei meinem Vater in dem Fall, weil der den zusammengeklappt hat, aber davor hatte ich auch schon nach so 6000 Kilometern oder so langsam so kleine Risse entdeckt, zumindest soweit ich es bemerkt habe. Also ist das hier auf jeden Fall, ja, dann halt nicht so gut konstruiert worden. Ich weiß nicht, das Plastik war wahrscheinlich einfach nicht das stabilste. Der Klappmechanismus, wie man zu Beginn des Videos gesehen hat, funktioniert immer noch. Da muss man einfach nur das Ding selbst hochdrücken und dann einfach zusammenklappen oder halt aufklappen, wie auch immer. Das geht eigentlich auch noch problemlos, ist aber hier nicht mehr so schön, da das hier auch manchmal anfängt so ein bisschen, dadurch, dass es hier nicht mehr so mit der Feder gesichert ist, fängt es ein bisschen an zu klappern, aber sei es drum, das ist jetzt kein großes Problem meiner Meinung nach, ist aber auf jeden Fall etwas, was man ankreiden muss und ich meine, für ein paar Euro kriegt man sicherlich so einen Plastikstift wieder dazu, aber ist auf jeden Fall erstmal, was man hier bedenken muss, das kann halt passieren, ist jetzt aber auch keine große Sache, würde ich behaupten. Ansonsten gibt es auch eine lustige Geschichte und zwar wurde der Scooter tatsächlich geklaut. Wenn ihr ein Video dazu haben wollt, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Denn ich denke mal schon, dass es ganz interessant ist, wie ich den denn dann wiederbekommen habe und so weiter.
Aber das kann ich auf jeden Fall mal in einem gesonderten Video, wenn da die Interesse dazu herrscht, erzählen, denn ich glaube schon, dass es eine ganz lustige Story ist. Und jetzt kann ich auch wirklich sicher sagen, ein AirTag im E-Scooter lohnt sich zu 100%. So, jetzt kommen wir auch zum Vorderrad vom Ninebot Max G30 LD. Man sieht, das ist hier alles noch ein bisschen eingedreckt. Damit wollte ich auch nochmal zeigen, dass der Scooter wirklich tagtäglich benutzt wird. Heute habe ich den bis jetzt noch nicht gefahren, aber gestern war ich damit auf jeden Fall unterwegs und ja, das sieht man auf jeden Fall am Scooter selbst. Ein bisschen habe ich den schon sauber gemacht, damit er nicht ganz dreckig ist, aber hiermit sieht man auf jeden Fall, der wird ganz gut benutzt und ich meine, das entspricht auch dem Kilometerstand, den er drauf hat. Und auf jeden Fall haben wir hier vorne dieses ewige Leidensthema mit Ninebot G30 Modellen und zwar die Kugellager im Vorderrad. Und wenn ich den jetzt einfach mal bewege, ich glaube, das hört man, glaube ich, ganz gut. So, die Kugellager, die sind wirklich nicht mehr die allerstabilsten dort. Also zumindest halten die nicht mehr so gut da drinnen. Ich stelle es mal hier hin und versuche mal, das so ein bisschen zu bewegen. Dann sieht man, glaube ich, dass das Vorderrad auch ganz leicht wackelt. An sich ist es keine teure Sache zu reparieren, denn so ein paar Kugellager, die kosten vielleicht 10 Euro, wenn man es auch noch in einem teuren Shop kauft. Ansonsten gibt es die auch noch günstiger und ja, dann kann man die halt auch einfach auswechseln. Ich warte jetzt einfach so lange, bis mein Vorderreifen kaputt geht. Dann wechsle ich einfach das komplette Rad. Da habe ich auch wieder eine neue Bremse, aber an sich funktioniert das bis jetzt immer noch ziemlich gut. Das Problem habe ich auch schon, seit der Scooter 2000 Kilometer drauf hat. Also ist da jetzt praktisch 5000 oder sogar mehr Kilometer mit einem defekten Frontlager gefahren und fährt bis jetzt immer noch problemlos. Deswegen werde ich das jetzt auch erstmal so be dabei belassen und einfach abwarten, bis das Ding wirklich in den Arsch geht. Aber obwohl es auch so Geräusche macht und so weiter, funktioniert es noch problemlos. Also kann ich mich darüber erstmal nicht beschweren. Beim Reifen kann ich mich ebenfalls nicht beschweren. Der Reifen, der ist immer noch ganz gut in Schuss und ja, hat keinen Platten, gar nicht. Der ist auf 3 Bar aufgepumpt, da hält er auch die Luft. Klar, alle paar Monate muss man den oder alle paar Wochen muss man den auf jeden Fall mal wieder aufpumpen, damit er immer denselben Stand hat. Aber das ist auch ganz normal. So, da kann man sich ehrlich gesagt wirklich nicht beschweren. Da kommen wir auch zur Bremse. Die Bremse in dem Rad, die ist tatsächlich ebenfalls noch in einem ziemlich guten Zustand. Ich meine, ich musste die wieder einstellen und das kann man hier unten tun tatsächlich, indem man hier einfach das untere mit einer Zange oder einem Schraubenschlüssel oder was auch immer aufdreht, die untere Schraube, und dann kann man die obere Schraube einfach mit den Fingern auf- und zuschrauben und dann kann man sich die Bremse perfekt an sich anpassen. Und jetzt habe ich es so eingestellt, dass es ungefähr bei Hälfte durchgezogener Bremse voll durchbremst. Und dadurch habe ich immer noch eine richtig, richtig gute Bremsleistung mit dem Scooter und das nach echten 7100 Kilometern. Und das ist echt, echt krass. Kann ich mich wirklich nicht beschweren. Ja, und so viel erstmal zum vorderen Teil des Scooters. Also da kann man sich bis jetzt wirklich nicht beschweren. Man sieht auch dieses GPS-Schild, was anzeigen soll, dass der Scooter GPS hat. Ja, sieht jetzt auch nicht mehr allzu neu aus. Das ist aber auch egal, das kann man ja ersetzen. Ansonsten auch hier die Kabelstränge. Auch wenn ich das erstmal vermutet habe, dass das irgendwann passieren wird, ist es bis jetzt noch nie passiert, dass ich damit wirklich irgendwo hängen geblieben bin. Das funktioniert auch hier problemlos an der Stelle. Und ja, dann kommen wir auch mal zum Trittbrett. Ja, das Ninebot-Logo, klar, ist nicht mehr wirklich dran. Das Trittbrett selber ist aber noch ganz gut gummiert. Also da ist die Schicht immer noch ganz gut. Nicht so wie beim Lenker jetzt an den Lenkergriffen. Das ist hier auf jeden Fall noch ganz gut. Und ich meine hier auch die ganzen Schilder und alles sind auch noch klar ablesbar und deswegen ist das hier auch alles so problemlos. Ansonsten hier auch das Lenkkopflager oder so, das ist hier wirklich einwandfrei, so wie neu und da kann man sich hier wirklich nicht beschweren darüber. Da kommen wir auch gleich zum Motor vom Scooter und im Hinterrad, jetzt auch erstmal auf den Reifen bezogen, funktioniert auch alles problemlos. Also der Reifen, der behält immer noch seine Luft, aber man sieht tatsächlich, dass das Profil hinten etwas abgenutzter ist als das Profil vorne vom Reifen. Das bedeutet, tendenziell wird der Hinterreifen schneller kaputt gehen als der Vorderreifen. Außer ich fahre mit dem Vorderreifen irgendwie in Glas rein und dann geht der halt schneller kaputt. Aber so vom Ding her nutze ich der Hinterreifen, klar, weil der Motor hinten ist, auf jeden Fall ein bisschen schneller ab. Ich meine, passiert ja auch manchmal, dass er ein paar Mal durchdreht oder so. Und dann nutze ich das Ganze natürlich ein bisschen schneller ab als vorne in dem Fall. Ist jetzt aber auch kein Problem. Ich meine, so einen neuen Motor oder halt einen gebrauchten, den kriegt man schon zwischen 50 und 100 Euro. Deswegen zur Not, wenn da halt irgendwas kaputt geht, dann kann man sich das auch recht leicht und kostengünstig ersetzen lassen. Ansonsten die Dichtung vom Motor selber, die funktionieren ebenfalls noch ziemlich gut. Da können wir jetzt auch mal drauf schauen. Die sehen hier vielleicht ein bisschen eingedreckter aus, klar, weil da ein bisschen Schmutz drauf ist. Aber im Grunde sind die Dichtungen wirklich immer noch einwandfrei.
Also ich fahre damit ganz normal weiterhin im Regen. Die Kugellager hinten beschweren sich gar nicht, weil die sind halt abgedichtet. Ich habe da immer wieder mal ein bisschen Sprühfett drauf gemacht, ja, damit es noch ein bisschen besser flutscht, sage ich jetzt mal. Und da haben die auch manchmal so ein bisschen gequietscht. Also jetzt nicht gequietscht, aber so kleine, so wie so kleine Entengeräusche, ich weiß nicht, wie man das beschreibt, gemacht. Die habe ich jetzt einfach entfernt, indem ich ganz einfach Sprühfett drauf gesprüht habe. Und damit geht das halt wirklich ziemlich schnell weg. Ansonsten hier auch beim Rückblech, was ja bei vielen ein Problem ist, das hält bei mir auch noch problemlos. Also da, wo ich den Scooter auch sehr oft eingeklappt habe, funktioniert das hier immer noch problemlos. Und die Schrauben hier sind nicht abgebrochen oder ähnliches, das hält hier immer noch wirklich problemlos. Genauso mit dem Rücklicht. Das Rücklicht ist ja auch noch einwandfrei zu gebrauchen. Ja, und das kann man eigentlich so für den ganzen Scooter auch bis jetzt wiederholen. Wie gesagt, der macht hier wirklich echt wenig Probleme. Hier auch nochmal zum Ständer. Ja, der funktioniert auch noch komplett einwandfrei. Ist zwar ein bisschen zerkratzt, das ist klar, aber hat jetzt auch irgendwie keine Probleme oder ähnliches. Und dann zeige ich den Scooter einfach nochmal von der Seite, dann kann man das auch noch ein bisschen besser begutachten. Aber wie gesagt, hier ist wirklich alles so, wie es sein soll und das auch noch nach 7000 Kilometern. Auch das Problem hier mit dem Rücklicht, dass sich da ein bisschen Kondenswasser drinnen gebildet hat, nachdem man im starken Regen gefahren ist, hatte ich ja schon länger gelöst, indem ich hier einfach nur einen Streifen Folie draufgeklebt habe auf die obere Öffnung. So tritt halt kein Kondenswasser oder generell kein Wasser mehr ein. Und ja, dann hat sich das Problem natürlich auch von selbst erledigt. Und da musste ich halt nichts weiteres erledigen dazu. Haken ist hier noch ganz gut. Der ist ein bisschen zerkratzt oder ein bisschen zerdeppert, einfach weil das Metall vom Lenker hier öfters ranknallt. Und dann gibt es da halt so ein paar Spuren. Aber das ist jetzt auch kein Problem. Kann man zur Not sogar mit einem Edding oder so übermalen. Und dann sieht es auch wieder recht neu aus. Da kann man sich auch nicht beschweren bis jetzt. Und ansonsten auch, was den Akku angeht, habe ich wirklich gar keine Probleme. Also gefühlt fährt er immer noch so viel wie am ersten Tag. Klar, vielleicht so ein paar Kilometer weniger, das kann schon sein. Aber das auch, obwohl ich den sehr, sehr oft schnell lade. Also eigentlich fast täglich mit 4 Ampere lade ich den auf. Und da habe ich wirklich bis jetzt keine Akkuprobleme. Ich kann ja mal einblenden, wie viele Zyklen der hat. Und das kann man ja dann durch die Kilometer teilen sozusagen. Und dann halt berechnen, was der Scooter jetzt für eine Durchschnittsreichweite hat. Ich glaube, das müsste jetzt ganz grob, würde ich jetzt mal schätzen, bei so 30 Kilometern liegen. Ich glaube, das ist recht realistisch. Ja, mit Winter und allem halt zusammen, mit Steigungen und so weiter. Das ist hier auf jeden Fall so geschätzt jetzt erstmal ein ganz guter Wert. Ihr könnt euch auf jeden Fall die Arbeit mal machen und das mal ausrechnen. Wenn ich es im Schnittprogramm ebenfalls tue, dann werde ich hier auf jeden Fall irgendwo die Zahlen nochmal einblenden, wie viele Kilometer das jetzt, ich sag mal, im Schnitt sozusagen sind pro Akkuladung. Das wäre auf jeden Fall für mich persönlich auch mal ganz interessant. Aber ansonsten würde ich hier auf jeden Fall auf 30 Kilometer immer einschätzen. Das schafft man mit dem, auch mit meinem Gewicht, immer ganz gut. Also jetzt hier in dem Fall circa ganz grob 72, 75 Kilo so in etwa. Also da hat man wirklich gar keine Probleme. Und das auch nach dieser langen Reichweite. Man muss halt nur darauf achten, dass man mit dem Gerät auch gut umgeht. Und dann, wie man sieht, hält das auch wirklich echt ewig. Man muss halt, wie gesagt, einfach nur darauf achten, dass man da halt nicht wirklich viel tunt, also jetzt nicht, was mehr Leistung angeht an den Motor, sondern einfach wirklich, wenn dann halt nur German Maneuver, mehr aber auch nicht. Das ist zumindest laut Erfahrungsberichten recht sicher, aber der Rest, der kann halt ein bisschen auf den Motor gehen und auf den Controller und so weiter. Wie gesagt, ich habe sowas eigentlich nie gemacht, außer mal zum Test oder für ein Video, aber ansonsten habe ich sowas nicht gemacht und deswegen hat man hier auch mit dem Scooter, was das angeht, gar keine Probleme. Ja, und so ist es ganz grob erstmal. 7100 Kilometer, fast gar keine Probleme, also keine Probleme, die die Fahrt in irgendeiner Weise einschränken. Deshalb kann ich hier wirklich eine ganz klare Kaufempfehlung rausgeben. Falls ihr den Scooter noch irgendwie irgendwo neu erwerben könnt, da der, glaube ich, nicht mehr neu gebaut wird, könnt ihr dies auf jeden Fall ohne Bedenken tun, auch beim größeren Bruder, also den G30D. Da könnt ihr ebenfalls problemlos zugreifen, der hält genauso ewig. Den kann ich ja wirklich, wirklich nur Empfehlungen rausgeben, dass der Scooter wirklich ein sehr gutes Gesamtpaket ist. Ansonsten würde mich ganz klar nochmal interessieren, was so eure Erfahrungen sind mit euren Scootern. Muss ja nicht mal ein G30 sein, sondern jetzt allgemein Scooter von Ninebot, von Okay, von EPF, was auch immer, von Trittbrett und so weiter. Wie ihr da Erfahrungen gesammelt habt oder was für Erfahrungen ihr gesammelt habt, würde mich auf jeden Fall sehr stark interessieren, da das immer ganz interessant ist und einen Überblick beim Markt zu haben, wer jetzt gut ist, weil zum Beispiel der in Service bei Ninebot, den kennen viele über Certec, der ist halt nicht der allerbeste. Da muss man auf jeden Fall mal vorsichtig sein. Aber bis jetzt brauchte ich noch keinen richtigen Service, außer ganz, ganz zu Beginn, wo der nur 100 Kilometer hatte. Da hatte der von Werk aus schon irgendwelche, ich sag mal, Probleme mit den Kugellagern vorne und hinten. Die wurden einmal gewechselt.
Deswegen zähle ich das jetzt auch als nicht richtige Reparatur, weil das war gerade mal 100 Kilometer oder so runter beim Scooter und da wurde es einmal getauscht und dann ab da lief alles wirklich problemlos. Deswegen, das war jetzt einfach nur, ich sag mal, so eine Fertigungstoleranz, würde ich einfach mal behaupten, die ganz zu Beginn des Scooters mal da war. Aber seitdem das einmal getauscht wurde, funktioniert jetzt alles so, wie es sein sollte, einwandfrei und da kann man sich wirklich nicht beschweren. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Langzeit-Review vom Ninebot Max G30 LD gefallen, bei eurer Kaufentscheidung weitergeholfen oder wie auch immer. Dann lasst auf jeden Fall gerne ein Abo da, ein Like auf dieses Video würde mich ebenfalls sehr freuen und bis zum nächsten Mal.